Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit Championship Manager 2001-2002. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir gegen den Dresdner SC gespielt. Und zwar haben wir da gewonnen mit 3:2. Wir sind jetzt auf den dritten Platz, aber sind alle schön eng zusammen, sprich es ist noch alles noch drin. Der nächste Spieltag ist in Kiel und da spielen wir gegen den Dortmunder Amateure. Ja, die Amateurmannschaft von Dortmund. Naja, wir haben es zwei Sperrung, der Kleinsteiber ist nicht dabei, der Beil ist nicht dabei, Seidel ist verletzt für 10 Tage, sprich ist auch nicht dabei. Oh Mann, gut, kriegen wir irgendwie rum die Zeit. Gut, wie ist Dortmund auf dem 5. Platz? Okay. Gut, denn sehen wir uns gleich wieder. Jetzt haben wir einen Europapokal der Landesmeisterschaftsspieltag und zwar zweite Runde. Ja, schauen wir mal, wie sie jetzt spielen. Manchester United 1-1 FC Bayern. Leverkusen gewinnen. Das ist sehr schön. Zumindest die Bayern. Ah, guck mal an. Die Bayern sind raus. Wären sie auch raus, wenn sie gewonnen hätten? Nee, sieht nicht so aus. Aber egal. Die Bayern sind raus. FC Bayern, Leverkusen ist weiter. Das ist schön. Müsste eigentlich gleich die andere Gruppe kommen. Schauen wir mal. Ich glaube, jetzt geht's weiter. Siehste mal. Schalke. Gucken wir. Schalke haben noch eine Gelegenheit. Dortmund. Jo, ist qualifiziert, das ist auch gut. Schweinfurt bekommt neuen Vorstand und haben gleichzeitig neue Geld mit. Wie normal. Der Vorstand hat Geld mitgenommen. So. Wir haben kein Geld. Wir müssen jetzt irgendwelche Leute halten. Vertragsende. Melzen haut ab. Genau. Schiedel. Ja, kann auch ruhig weg. Ja, okay. Und zwar Schalke haben gewonnen. Das ist schön. Perfekt. Dortmund hat verloren, aber macht nichts. Sind auch dabei da. Sehr schön. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. UEFA-Pokal. Viertelfinal Hinspiel. Okay, schauen wir mal. Ungefähr haben wir noch ein, zwei Mitteilungen. Eine. Seidel nimmt gleich das Training auf. Schätzungsweise etwa 10 Tage nicht am vollen Training teilnehmen. Macht nichts. Haben wir Seidel dabei? Nein, haben wir nicht. So, die Aufstellung möchte ich gerne so lassen. Ersatztorwart haben wir nicht. Wie
hier runter. Ah, ich war glaube ich noch gar nicht fertig. Ich nehme alle so weit runter. Ja. 40. Wie viel? 90. Pass mal auf. Aber ist recht gut, ne? Ja, wo ist er denn? Aber wir haben so viele, ne? Wollen wir ihn freien Transfer losschicken? Attribute wollte ich. Offensiv. Wo ist er denn? Ja. Ach, weißt du was? Hier. Korb. 40.000. Tschüss. So. Wen haben wir denn noch? Wen können wir noch los? Nach Hause schicken. Er da. Vollzeit. Freund. Oh, nee, 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 nee. No. Ihn. Freund, dass wir auch so viel Geld haben. Lass ich so. Aber Hopsch bin ich nicht so wirklich mit zufrieden. Wie hat er denn zuletzt gespielt mit 7? Hopsch. Nee, du kannst meinetwegen. Er sagt Spiele 4 sein. Ibrahim. Ibrahim macht das schon. Genau. Und als Ersatzspieler könnten wir nochmal ihn mitnehmen. Oder noch Maus gehen. Obwohl. Malte habe ich mit. Ja, lass uns mal hier mit. Defensives mitgenommen. Genau, so sieht es gut aus. So. Ganz weitergehen. Freiburg. Genau, okay. So, genau. Er ist jetzt weg. Ich wünsche dir viel Spaß, wo du auch immer hingehst. Oberhausen und Burghausen machen ein Angebot. Ja, ist okay. Los, hau ab. Viel Spaß dort, wo du auch immer hingehst. Wir brauchen das Geld. Mannheim möchte halt auch haben. Ja, denn. Ist okay. Bin noch nicht so wirklich zufrieden mit dieser Aufstellung. Ich weiß auch nicht, wie man was ändern kann. Hier. Ich frag mal was. So, den 28. Spieltag.
Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Die Aufstellung nehme ich Kandelberg mit. Rover. Ja, lasse ich so. Und los geht's. Ja, Corsus ist Kapitän. Und los geht's. Die Fans sind auch wieder dabei. Sehr schön. Torwart spielt nach. Oh, hart. Kandelberg. Oh, Handspiel. Oh Mann, da geht er schon gut los. Gambino. Gambino. Oh Mann, nein. Nein, nein. Nicht gut. Roy, 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 was mache ich mit dir? War doch keine gute Idee. Oh, Donker. Oh nein, das erste Tor schon in der 22. Minute. Mann, 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 so wird das nix. Odonko. Sind auf dem 6. Platz jetzt. Oh Mann. Oh, eine Minute später, 2. Tor. Nee, 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 nee. Rück. Ne, ein Etage zurück. Ein Etage zurück. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. Ein paar Minuten später. Super. 3-0. Tor der Rose. Wieso macht Rose das? Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Oh Mann. Tor wird nicht gegeben, Gott sei Dank. Abseits. Kreil, warum hältst du das nicht? Tor da. Oh Mann. Defensiv. Kurz. Bisschen auf Konto aus, defensiv. Rose. Als, hier war das. Weitschüsse. Querpässe keine. Deckung. Nein. Raum. Raum. Hm.
Mann. Drei Tore. Schaffen wir doch nie. Zwei Minuten Nachspielzeit. Halbzeit, super. Am liebsten würde ich den Torwart wechseln. Ich habe aber keinen. So, pass immer auf hier. Malte. Malte, du kommst rein. Dreiges. Denn. Oh Mann. Malte macht das jetzt. Ich bin geschockt. Ich bin richtig geschockt. Ja. So richtig aufs Tor komme ich gar nicht hier. Oha. Oha. Duada holt sich den Ball. Ibrahim. Oh, verfehlt. Machen wir noch einen defensiven nochmal rein hier. Nein. So. Roy kommt raus. Zwei Minuten Nachspielzeit. Schlusspfiff. Okay, schnell. Schnell vorbei. Schnell wegmachen. 3-0. Ja. Aues Vorstand spricht den Trainer vollen Vertrauen aus. Okay. Gut. Ja. Nächstes Spiel in 14 Tagen geht's nach Hamburg gegen den Hamburger SV Amateur. Geht's dann, juhu. Okay, ja, ich wünsche euch noch nicht gleich. Also, ich würde mich freuen für einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. Und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Also, ich wünsche dir noch viel Spaß bei meinen anderen Videos und bye bye.